Willkommen zurück zu Stray. Vermutlich die letzte Folge. Mit der Story sind wir soweit durch. Aber wir haben ein paar Sachen verpasst, die ich jetzt gerne nachholen wollen würde. So, okay, man sieht hier... Ah doch, man sieht hier die Erinnerung. Innerhalb der Mauer. Was heißt denn innerhalb der Mauer? Das heißt, wir waren da schon in der Stadt oder was? So mehr oder weniger? Die Slums, da haben wir alles. Die Dächer, da haben wir alles. Die Slums Teil 2 haben wir... Gut, das wird sich hier wahrscheinlich mit überschneiden. Sackgasse, Kanalisation, Ameisen... Ameisendorf, da müssen wir das mit den Blumen machen. Und hier fehlen uns drei... Was? Hier fehlt uns eine Erinnerung? Okay. Gut, Ameisendorf. Als erstes geht's dahin. So, wir brauchen dem mit ihm ja jetzt nicht großartig talken. Ach, das ist eine interaktive Zwischensequenz. Ich kann immer noch mauzen. Okay. Also ich glaube, wir mussten erstmal mit dem Außenwettler oben weiter sprechen. Sonst bockt ja unsere Drohne, ne? So, okay, wo war das denn jetzt mit den Blumen überhaupt? Noch eine Etage höher, glaube ich, ne? Ups. Genau. So. Mir fehlt eine gelbe Pflanze, eine rote und eine lila. Gelb, rot, lila. Die kann ich nicht mal irgendwie farblich kombinieren, um lila hinzukriegen. Wenn nur einer, der klein und flink ist, sie für mich holen könnte. Heißt das jetzt... Eigentlich heißt es ja nicht, dass wir färben müssen, ne? Holen heißt ja für mich eigentlich... die Pflanze besorgen. So, da geht's ja raus. Wo soll ich hier Pflanzen finden, ey? Warte mal. Hallo? Gelbe Pflanze nehmen? Okay. Rot
Und Lila war es, glaube ich, jetzt noch, ne? Also muss man hier wirklich genau erkunden. Ach ja, ey. Dachte schon, hier steht vielleicht auch noch eine Pflanze. Kann ich den... Ne, scheinbar nicht. Ah, warte mal, jetzt hat ja uns der Eimer quasi mehr oder weniger dahin geführt. Irgendwo war da noch einer. Was ist, wenn wir den jetzt benutzen? Führt er uns auch zu einer Pflanze? Er führt uns zu Farbeimern? Lila Brett. Aber sonst gibt es hier leider nichts. Shit. Ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt suchen soll. Da ist auch noch ein Eimer. Oh! Guck an. Da ist auf jeden Fall rot. Manche mögen das Schrott nennen, für mich sind das Schätze. Vor vielen Zyklen war ich ein Pagenbot, habe mich aber dann zum Schatzsucher umfunktioniert. Das hört sich jetzt vielleicht fantastisch an, aber kann aber hart und grausam sein. So wie dieser Arm, den ich gerade gefunden habe. Armer Kerl, möge er in Frieden rosten. Cool. Jetzt fehlt uns noch Violett. Ich weiß gar nicht, ob mir letztes Mal dieser Eimer überhaupt aufgefallen ist. Wie bin ich jetzt hier rübergekommen? Ach ja, da. Violett. Da jetzt beide Pflanzen relativ gut versteckt waren, gehe ich mal davon aus, dass Violett auch nicht gerade auf dem Weg liegt. Violett. Hier kommen wir nicht runter, so wie es aussieht. Ich guck mal nochmal am Eingang. Ich glaube aber nicht, dass hier noch eine... ...eine Pflanze ist. Okay, so sehe ich erstmal keine. Violett, okay.
cool. So, dann haben wir das abgefrühstückt. Mit etwas Glück gibt es dafür auch wieder eine Trophäe. Und wenn nicht, haben wir es trotzdem jetzt einfach mitgenommen. Das hat mich schon gestört, dass wir das nicht gemacht hatten. Weil ich halt dann noch nicht wusste, ob wir hier nochmal irgendwie zurückkommen. Ist ein bisschen irritierend gewesen, weil wir am Anfang bei den Slums auch nochmal zurückkamen. Okay. Achso, erst rüberjumpen. Was ist hier? Hier war eigentlich gar nichts, ne? So. Ich liebe diese Farbe. Danke, Kumpel. Könntest du die andere auch für mich finden? Bitte, bitte? Hier, kriegst du Rot. Oh, wow, so unglaublich schön. Danke. Oh, ich habe gehört, dass es eine seltene Pflanze ist. Danke. Du hast sie alle gefunden. Ich danke dir so sehr. Hier als Belohnung mein Abzeichen für dich. Yay. Ein Herz. Sieht richtig gut aus. Mach's gut. Bis bald, mein Freund. So, wird gespeichert. Jetzt ist die Frage, ob man... Vier auf der Seite und nur eins... Ah. Okay. Gut. Theoretisch könnten wir jetzt hier raus. Ja... Kapitel wählen. Es wundert mich, dass wir hier bei dem Kontrollraum nicht die Erinnerung gekriegt haben. War das nicht die Haupterinnerung dann? Stadtzentrum, ja. Hier unten ist nicht gleich eine, ne? Dass wir irgendwie da vorbeigelaufen sind oder sowas. Jetzt kommen wir ja sowieso erstmal zur Bahn. So, zum Glück zählen die Erinnerungen noch. Da müssen wir nicht jetzt alle nochmal finden. Okay, das war gleich am Anfang. Es ist irgendeine Bude. Mit so einem Neonröhrenschild, aber wo? Und wenn es wirklich nach Reihenfolge geht, dann können wir stark davon ausgehen, dass hier erstmal nichts ist. Wundert mich auch, dass du zwar hier jemanden hast, aber so wirklich wozu und wozu es hier eigentlich nach links noch geht, keine Ahnung. Blaues Neonröhren, da war ja immer so ein Pfeil.
Sieht man eigentlich die Kontrollraum irgendwie? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber die einzige Wohnung, wo wir doch rein können, ist doch von Clementine und das sieht da so nicht so aus. So, dann haben wir das hier noch. Das kann eigentlich nur die Fabrik sein, oder? Und hier, das ist doch der... Ist das der Knast? Das war ja die Flucht schon. Obwohl, das könnte... Das sind Getränke. Im Knast hatten wir keine Getränke auf dem Tisch. Der Club, aber... Ups. Scheiße, mein Timer runtergeflogen. Da war doch nicht so ein einzelner Tisch so irgendwo weit und breit. Und das mit dem Schlüssel in der Fabrik haben wir auch noch nicht gemacht. Stimmt. Also würde das bedeuten, wir müssen auf jeden Fall das Ding jetzt vor der Fabrik noch irgendwie entdecken. Vielleicht geht es doch irgendwo noch rein. Ich meine, wozu können wir... Hier nach links. Das verstehe ich halt nicht. Man kann kurz kratzen. Aber dann war's das. Offenes Fenster haben wir ja auch nicht. Was ist denn das? Kommt man da oben? Kommt man... Tatsache! Ui! Okay. Und dann mit dem Eimer wieder runter. Okay. Dieser Ort ist schön. Was würde ich nicht dafür geben, weiche Kissen spüren oder einen kalten Drink genießen zu können? Diese Drohne ist zwar praktisch, aber ich vermisse es, meinen eigenen Körper zu haben. Ich vermisse Gefühle. Ich vermisse es sogar, Schmerzen zu haben und hungrig zu sein. Ich weiß, das ist nicht hilfreich, aber wie wäre es, wenn wir noch ein bisschen länger bleiben? Danke fürs Zuhören, ich bin jetzt soweit. Wir können ja auch gern noch ein bisschen bleiben, so ist das ja nicht. So, dann, ich würde echt vermuten, das nächste ist vielleicht in der Fabrik. Problem ist, dass man jetzt, die Fabrik war, war das ein extra Level? Ich glaube nicht, ne, das war, aber da müsste man jetzt alles nochmal tatsächlich hier so weit spielen, das ist ja auch nervig. Gut, ich würde sagen, wir machen erstmal hier wieder ein Päuschen. Spitze, bedanke mich. Bis denne.